Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show. Heute vollkommen unerwartet aus Ludwigsburg, weil es hier die weltweit größte Kürbisausstellung gibt. Und da mussten wir unbedingt hin. Ja, hinzuzufügen ist noch, dass es die Nummer 264 ist diesmal. Das habe ich schon wieder vergessen. Und wir sind gespannt, was uns hier erwartet auf der weltgrößten Kürbisausstellung. Also ich kann es mir noch überhaupt nichts vorstellen so richtig, aber es muss spektakulär sein. Ist es. Freunde, ich habe im Internet schon mal ein bisschen gelunzt und das, was ich gesehen habe, ich habe gesagt, Toni, wir hatten viele Möglichkeiten für dieses Wochenende, aber ich habe gesagt, da müssen wir hin. Alles andere ist gestrichen und gecancelt, es ist vollkommen egal. Weltweit größte Kürbisausstellung. Wir sind schon mal in Ludwigsburg gewesen, Mai 2020 ist es, glaube ich, gewesen. Es war so zu Beginn von Coronas Zeiten und da sind wir ganz unerwartet hier gelandet. Stellplatz direkt hier am Schloss und dann sind wir hier durchspaziert und ich weiß, wir waren so begeistert, es war so toll. Und von daher, jetzt sind wir wieder hier und wenn es so toll wird wie letztes Mal, dann solltet ihr euch schon mal jetzt auf den Weg machen und überlegen, auch noch hierher zu fahren. Ja. Nicht dieses Wochenende, aber bis 3.12. ist dieses Spektakel hier noch anzuschauen. Aber dazu später mehr. Jetzt müssen wir erstmal reingehen. So. Also Freunde, hier wurde wirklich nicht so viel versprochen. Es gibt Kürbisse. Es gibt Kürbisse. Und es gibt Kürbisse. Alle, die man sich vorstellen kann. In allen erdenklichen Variationen und aufgebaut oder irgendwie einfach nur rumliegend, hängend oder was auch immer. Ja, die ganzen Figuren, die hier gebaut sind mit den ganzen Kürbissen. Ne? Also das ist schon, ja. Ja, und gekauft haben wir auch schon was. Wir haben uns direkt eingedeckt, natürlich mit Kürbis-Sekko und gerösteten Kürbiskern Zimt. Wir wollen uns ja auf Weihnachten einstimmen. Und gesalzen. Genau. Ja. Ja. Aber ja. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir nachher zusammensitzen. Und dann müssen wir aber alles ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Übrigens dürfen hier Hunde mit rein. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, weil als wir das letzte Mal hier waren, war Clara auch nicht mit. Und weil ich davon ausgegangen bin, dass Hunde hier nicht rein dürfen, haben wir sie einfach zu Hause gelassen. Also lasst euch davon nicht in die Irre führen. Hunde dürfen hier mit rein, an der kurzen Leine, das ist ja klar. Und es kostet 13 Euro. Ich glaube, regulär waren es 11 Euro. Aber ab 28. Oktober, beziehungsweise seit 28. Oktober, hat der Park hier abends länger offen und ist illuminiert. Das heißt leuchtende Traumpfade. Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, leuchtende Traumpfade. Wie auch immer. Es ist alles wunderschön illuminiert. Und jetzt kostet es 13 Euro, wenn man sich das auch angucken will und länger bleiben möchte. Das haben wir natürlich uns so ausgesucht, damit wir mit euch hier heute eine kleine Nachtwanderung machen können. Eine Kürbis-Nachtwanderung. Und anschließend probieren wir Kürbis-Sekko. Und jetzt gucken wir weiter Kürbisse. So.
Wir haben uns dazu entschlossen, weil es auch wieder mal angefangen hat zu regnen, das ist halt so bei dieser Wetterlage, auf den Stellplatz zurückzulaufen zu Greta, weil wir dürfen nachher nochmal rein. Das ist ja jetzt hell, jetzt haben wir im Hellen alles angeguckt, die ganzen Skulpturen und so weiter. Und jetzt sind wir mal gespannt. Wir haben ja schon einen kleinen Teil, ich weiß nicht, ob die geprobt haben oder was, da mit dem Nebel und dem Brunnen und für die Beleuchtungsgeschichte nachher dann. Ne? Und ja, jetzt. Gesehen fehlt noch. Gesehen. Hat es gefehlt? Mhm. Punkt. Freunde, außerdem haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt schon zurücklaufen, können wir schon den Kürbissekko probieren mit euch zusammen. Wir wollten euch jetzt auch nicht unnötig lange warten lassen. Das muss man schon auch dazu sagen, oder? Ja. Also es wäre jetzt unfair, einfach hier noch stundenlang zu warten, also dass ihr noch so lange warten müsst, bis hier wir fertig sind mit allem Drehen und ihr könnt es nicht probieren. Also haben wir gedacht, wir gehen zurück, damit wir das schon mal testen können. Auf dem Weg hierher habe ich schon die Zimt-Kürbiskerne fast aufgegessen. Also, das muss ich nachher unbedingt nochmal kaufen. Und wenn der Kürbissekko auch noch lecker ist, dann müssen wir halt auch nochmal einkaufen gehen. Das muss ja alles auch getestet werden, damit man dann nochmal, man wird gestempelt hier, das habe ich euch eben gezeigt, kommt man wieder rein, kann Einkäufe wegbringen, testen und dann wieder reingehen, am gleichen Tag natürlich. Und dann sich das Dunkle angucken, die Illumination und nochmal Nachschub holen. Das ist so wichtig alles. Ja, dann müssen wir einen Rucksack aber auch mitnehmen. Ah, was? Das konnten wir doch jetzt auch tragen. Und so ein Tütchen ist nicht schwer hier. Ja, genau. Ganz, ganz großartig. So, jetzt probieren wir mal den Sekko. Ja. Gut. Also. Bling. Also, es ist jetzt dunkel. Wir gehen jetzt wieder los. Wir haben Kürbissekko getrunken. Und der ist okay. Ja. Also mit Kürbis, ich habe da keinen Kürbis geschmeckt. Ja. Wir kaufen auch nicht noch eine Flasche, aber Nein. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir es nicht austrinken möchten. Also, wir haben extra für euch noch eine halbe Flasche aufgehoben und die gibt es dann später. Ne? Genau, ja. Allerdings, ja. Die gesalzenen, wie gesagt, und die zimtigen Kürbiskerne, da müssen wir noch mal was nachholen. Ah, geiler Scheiß, echt. So, Ja. Und jetzt gehen wir Lichter gucken. Freunde, genau. Zieht euch warm an. Zwischendurch regnet es, ist es wirklich kalt geworden. Das sind wir noch nicht so gewohnt nach dem Urlaub. Ja. Und ja gut, Regen hatten wir letzte Woche schon genug. Das ist nicht mehr so schlimm. Aber nochmal. Bling. Thank you.
Also, liebe Freunde, wir sind wieder auf unserem Balkon und bevor ihr jetzt diesen Satz gehört habt, haben wir es schon dreimal probiert und ich hatte kurz einen Lachflash und es ist alles furchtbar lustig. Darum sind wir einfach hier gerade so mit Tränen überströmt, weil es schon so lustig war. Ja. Eigentlich nur, weil wir darüber überlegt haben, ob wir jetzt noch mal kurz an diesen wunderschönen Moment der Lasershow denken möchten oder ob wir einfach fröhlich gelaunt mit einem lauten Pling in die jetzt startende Weihnachtsmarktsaison starten. Also, dann machen wir es doch ganz einfach. Wir fanden es toll. Also dieses Traumpfade-Ding mit diesen ganzen beleuchteten Kürbissen und dieser Lasershow, wir fanden es toll. Und darauf stoßen wir jetzt einfach an und läuten die Weihnachtsmarktsaison an. Bling! Bling. Hier ist Dampf mit echtem Glühwein. Hm. Gott sei Dank. So. Sehr lecker, sehr lecker. Glühwein, hatten wir das schon? Hast du das, haben wir das gesagt, dass wir schön Glühwein getrunken haben? Weiß ich gar nicht mehr, ob wir das gesagt haben. Auf jeden Fall haben wir in Ludwigsburg schon Glühwein auch getrunken und haben eigentlich da schon angefangen. Gestern hatten wir Besuch, haben auch schon Glühwein getrunken und das ist jetzt der Rest vom Martinsfest. Okay. Um nochmal kurz auf Ludwigsburg zurückzukommen. Siehst du? Ja. Wir haben euch erzählt und gezeigt, dass wir diese wunderbar die waren so unfassbar lecker, die gebrannten Kürbiskerne mit Salz. Und wir haben es euch, glaube ich, 23 Mal erzählt, wie toll die waren. Und die waren aber nicht nur toll, die waren auch ziemlich teuer. Und jetzt haben wir uns gedacht, das probieren wir zu Hause selber aus. Und wir haben es gemacht und es ist total einfach. Ihr müsst einfach nur Kürbiskerne kaufen und die karamellisieren. Mit Wasser, Zucker, lange rühren. Nicht zu heiß werden lassen. Und nicht wundern, wenn das ganze Wasser verdampft ist, dann wird der Zucker wieder krümelig. Dann müsst ihr warten, weiter rühren, bis der Zucker wieder anfängt zu schmelzen. Dann nicht zu lange warten. Wenn es schön glänzt, raus auf dem Backpapier. Bitte weder die Kürbiskerne noch irgendwas in der Nähe von diesen gebrannten Kürbiskernen anfassen, weil es richtig heiß ist. Und auf dem Backpapier schön verteilen mit dem Löffel und dann warten und dann ist es so lecker. Achso, Zimt nicht vergessen natürlich. Also, Zimt auch noch. Ich denke, ich werde das irgendwo mal schnell notieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das in den nächsten 2 Tagen schaffe. Aber es ist so lecker, das ist echt... Oh, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. So, das war Ludwigsburg, richtig? Ja. Ja. Und jetzt sind wir wieder hier, stehen auf unserem Balkon. Und das bedeutet, wir starten jetzt irgendwie schon halb in die Weihnachtsmarktsaison. Richtig. Ja, es ist ja jetzt auch nicht mehr hin und die fangen jetzt auch schon so langsam an. Und, die ersten haben schon auf. Weil wir haben ja nur irgendwie drei... einer wird uns geklaut. Ja, ein Adventswochenende wird uns irgendwie geklaut, weil der 4. Advent ist gleichzeitig Heiligabend. Ne? Also das ist ja voll Betrug dieses Jahr. Also müssen wir eine Woche früher anfangen. Ja, ich glaube aber auch wegen allen Katastrophen, die in den letzten Jahren ständig auf uns reinprasseln, freuen sich alle dieses Jahr noch mehr auf Weihnachten als sonst. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich so sehr freue und in meinen ganzen Social-Media-Bubbles einfach nur schon entsprechender Weihnachts-Content ist. Genau, Weihnachts-Content deutet ja schon auf Weihnachtsgeschenke hin. Und wer noch nicht unbedingt weiß, was er zu Weihnachten verschenken soll, weil er noch keine Idee hat, da haben wir uns eine kleine Aktion überlegt. Wer bei uns im Shop etwas kauft, ab heute bis Weihnachten, von diesen Käufen sammeln wir 10% ein. Ihr müsst nicht mehr bezahlen, nur von unserem Dingsbums gehen dann 10% ab. Das sammeln wir und geht mit in die Spendenaktion für die krebskranken Kinder aus Frankfurt. Genau. Die meisten von euch werden es wissen, dass wir im Sommer diese Spendenaktion gestartet haben. Wir möchten gerne 4.000 Euro insgesamt einsammeln für die krebskranken Kinder. Und Freunde, es sind wahnsinnige über 2.500 Euro habt ihr echt schon gespendet. Das ist so unglaublich viel Geld. Punkt. Ja. Ich bin total ergriffen darüber. Und das ist einfach unsere Herzensangelegenheit. Und darum haben wir gedacht, damit wir die 4.000 Euro vollkriegen... Genau. Müssen wir noch mal ein bisschen jetzt Eigenwerbung machen für unseren Shop auf leniundtoni.de. Ich verlinke euch das alles unten. Und ihr wisst, da gibt es
fantastische, super praktische Schubkastenbausätze für Carrado Etrusco Sunlight, damit man nicht auf den Knien kniend irgendwo in den Tiefen des Schrankes rumwühlen muss, sondern einfach Schubkästen hat, die man so rausfahren kann. Und da passt so viel rein. So. Ja. Und vielleicht braucht ihr diesen Schubkasten. Vielleicht seid ihr unterwegs gewesen und habt euch gedacht, nee, meine Knie tun jetzt weh. Dann wäre so ein Bausatz der richtige für euch. Damit ihr aber nicht ganz so viel Geld ausgeben müsst, haben wir noch ein bisschen den Shop gepimpt. Da sind auch super schöne Geschenke dabei für Camper oder für Campingfreunde oder für jemanden, der sich ein Wohnmobil gekauft hat oder ein Zelt auch nur reicht. Also es gibt Tassen, Magnete, es gibt Postkarten, es gibt Servietten und ganz neu, die kommen dann hoffentlich jetzt auch noch in den Shop, schöne Tassen mit Rudi drauf, hier mit roter Nase und so. Rentier. So. Ja. Und also von allen Netto-Verkaufspreisen geben wir 10% ab an unsere Spendenaktion. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt was kaufen, ihr könnt auch so direkt spenden. Der Link dazu natürlich wie immer unten in der Infobox. Das ist richtig. Oder unser Buch kaufen. Ja. Das kleine Buch vom großen Glück des Reisens. Wer es noch nicht hat, ein super Weihnachtsgeschenk für euch selber oder für eure Freunde. Ich denke, darauf können wir nochmal anstoßen. Auf jeden Fall. Wunderbar. Leute. Bling, bling. Ich hoffe, ihr seid schon ausgestattet mit Glühwein und allem. Ja, ja, wenn nicht, dann aber hurtig und nochmal angucken, dass ihr mitblinken könnt. Ja, weil das schon ein bisschen Charity jetzt hier Charity. Ist. Charity. Prösterchen. Prösterchen. So, das war's aber im Groben und Ganzen schon für diese Woche, oder? Wir haben leider noch zwei schlechte Nachrichten. Oh weh. Die eine schlechte Nachricht ist, nächste Woche gibt es keine Leni und Toni Show. Die zweite schlechte Nachricht ist, übernächste Woche gibt es auch keine Leni und Toni Show. Nein. Aber dann, Freunde, dann kommen Weihnachtsmärkte. Und wir haben uns so tolle Weihnachtsmärkte ausgesucht, wo wir hinfahren werden. Und zwar fahren wir da immer so hin, dass wir nach den Weihnachtsmärkten hier auch nochmal Weihnachtsmarkt machen können. Mit so. Euch gemeinsam. Genau. Ja, weil wir müssen ja einen vierten Adventssonntag, um den wir betrogen und gestohlen werden, der muss ja wieder mit aufholen. Den müssen wir ja irgendwie mit aufholen. Ja. Genau. Genau, und unterbringen. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ja. Nach Ludwigsburg könnt ihr noch fahren bis 3. Dezember und eventuell gibt es danach auch noch irgendeine Weihnachtssache, weiß ich nicht. Aber die Kürbiswelten, die sind genau. Sensationell toll. Und diese beleuchtete Show, also es ist wirklich sehr sehenswert. Ja, wir danken euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, wenn ihr jetzt unseren Shop stürmt und da Geschenke einkauft und wir dann irgendwie diese 4.000 Euro voll kriegen. Das wäre wirklich, wirklich toll. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann Anfang nächsten Jahres mal hinfahren zum Verein, der den krebskranken Kindern und den Familien und den Angehörigen hilft. Und besuchen die mal. Ja. Ja, so machen wir das. Ja. Jetzt erstmal wunderschöne zwei Wochen, ja. Einen schönen Abend und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge der Leni und Toni Show von einem weltwunderschönsten belichteten Weihnachtsmarkt. Also, ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt, bleibt gesund und tschüss. Moment. Oh. Und? Kling. Kling. Tschüss. Tschüss.